Die Gerber GmbH ist jetzt ein Unternehmen mit 140-jähriger Tradition und Geschichte. Wir sind als Tischlerunternehmen sehr breit aufgestellt. Unter anderem ist unsere Leidenschaft für die Zigarrenliebhaber, hochwertige Schränke zu bauen, und die nennt man Humidore. Da ist eine sehr hochwertige Zigarre dort eingelagert in einer hohen Anzahl. Da reden wir über fünfstellige, sechsstellige Werte. Man muss ein sehr hohes technisches Know-how haben, um eine optimale Luftfeuchtigkeit in diesen Humidoren zu gewährleisten. Dazu braucht man halt Erfahrung und natürlich auch das technische Equipment dazu. Dann haben wir recherchiert und haben mit der IFM den perfekten Partner gefunden. Wir messen und regeln die B- und die Endfeuchtung. Wir betrachten dabei die Umgebungsfeuchte, die klimatischen Bedingungen der einzelnen Länder. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch die Ventilatoren dazu steuern, entsprechend auch regeln. Das Anforderungsprofil von der Firma Gerber ist, einen Humidor zu automatisieren. Da diese Geräte in erster Linie exportiert werden, haben wir immer die Thematik mit der ganzen Spannungsversorgung, mit der Zuverlässigkeit der Steuerung. Dafür hat sich natürlich unser Edge-Controller angeboten. Hiermit haben wir eine Steuerung, eine Visualisierung und automatisch auch den Automation-Server, sprich das Fernwartungstool, in dem Display integriert. Nicht jeder bedient den so, wie es vielleicht in der Bedienungsleitung drin steht. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir natürlich im Vorfeld auch das beachten. Und das Plug-and-Play gibt uns natürlich Chance, wirklich, wenn wir es hier testen und wir steckerfertig alles bauen, dass es auch in der Welt überall funktioniert. Des Weiteren war natürlich wichtig, dass man ein sehr einfaches Verdrahtungssystem hat. Dieses Verdrahtungssystem haben wir umgesetzt mit dem IIoT Master und natürlich mit dem Surfsteckverbinder. Dafür muss man natürlich wissen, dass der Humidor montiert und demontiert wird. Das heißt, hier wird ja einmal montiert, eingefahren, und bei der Inbetriebnahme ist es elementar wichtig, dass man einfach die Verbinder steckt und auch überprüft, dass auch die richtigen Motoren und auch die richtigen Sensoren an der richtigen Stelle gesteckt sind. Das machen wir automatisiert über den Edge-Controller und auch automatisiert über das Programm. Der muss gut aussehen, der steht irgendwo im Hotel, der steht bei privaten Leuten. Man darf diese ganze Technik nicht sehen. Der muss funktionieren, der muss gut aussehen, die Beleuchtung muss top aussehen. Ja, der Service der IFM ist einfach top, das muss man so sagen. Ne? Wir können uns darauf verlassen, wir haben einen Support, der sofort reagiert, und ich kann einfach nur sagen, sensationell. Ich hoffe, das geht auch weiter so.